wollen Sie die Geschichte nicht zu Ende erzählen? Die Geschichte ist zu Ende. Sie haben es noch nicht gemerkt. Oh, ich fürchte, es war wohl kein Beweis von übermäßiger Intelligenz. Wenn Sie das Wort Intelligenz durch Interesse ersetzen, dann möchte ich nicht widersprechen. Ach so, verkatert. Haben Sie mal wieder eine zu hohe Spesenrechnung gemacht? Ach, Unsinn. Dann seien Sie gefälligst etwas besserer Laune und erzählen Sie mir noch einen Schwank aus Ihrem Reporterleben. Liebe Helga, ich habe das Gefühl, dass Sie die Schwänke aus meinem Reporterleben herzlich wenig interessieren. Was wollen Sie denn eigentlich? Soll ich jedes Mal, wenn Sie von Ihrem Beruf erzählen, mit verzückten Augenaufschlag ausrufen, wie toll, wie fabelhaft? Gestern Abend haben Sie das getan. Wenn auch natürlich nicht bei mir, aber jedes Mal, wenn dieser Fabricius oder wie der Kerl hieß, auch nur den Mund aufgemacht hat, sind Sie vor Seligkeit fast vergangen. Wenn Sie das Wort Seligkeit durch Interesse ersetzen wollen, möchte ich Ihnen nicht widersprechen. Ich treffe nun mal nicht jeden Tag einen Menschen, der so viel von Musik versteht und dabei noch so brillant formuliert. Brillant fand ich eigentlich nur, wie er in jedem dritten Satz unterbrachte, dass er mit Karajan Wasserski läuft, mit Orff im Briefwechsel steht und Platten von der Tebalde mit persönlicher Widmung besitzt. Ich kann verstehen, dass das den Neid eines Menschen erwecken muss, der Tag für Tag nur hinter Schönheitsköniginnen, Verkehrsunfällen und Lottogewinnern her ist. Neid. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich diesen schön schwätzenden Gesellschaftstiger auch noch beneide. Und was die Musik angeht, so viel wie dir verstehe ich auch noch davon. Sie? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal über My Fair Lady oder Oklahoma hinausgekommen sind, wenn wir bei Ihnen Platten gehört haben. Und Sie haben sich in diesen seichten Regionen doch immer recht wohl gefühlt. Oder war das vielleicht die höhere Tochter aus kultiviertem Haus, die Nachsicht hatte mit der Halbbildung eines kleinen Lokalreporters? Mensch, da sind mindestens 6 Löschzüge unterwegs. Ganz schönes Feuerchen muss das sein. Los, Günther, gib Gas. Wir müssen dort sein, bevor sie alles abgesperrt haben. Wieso? Was verpassen wir denn? Na, tu dir nicht so abgebrüht. Ein Großfeuer in der Spielzeugfabrik kommt bei dir auch nicht alle Tage vor. Glaubst du, es wird aufzubrennen, wenn wir da sind? Das ist aber ein hübscher Standpunkt für einen Reporter. Damit wirst du es weit bringen in deinem Beruf. Falls man es in dem Beruf überhaupt weit bringen kann. Sag mal, was haben Sie mit dir angestellt? Ich denke, du bist Reporter aus Leidenschaft. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir das alles zum Hals raushängt. Großfeuer, Bankraub, kalt mit 2 Köpfen, die busenfreie Bademode, dazwischen mal ein kleiner Mord und so weiter. Ist doch immer wieder dieselbe Suppe, die wir abkochen. Irgendwo passiert was und schon sind wir da mit Blitzlicht und Stenoblocken servieren es den Leuten mit dem Frühstückssemmel. Widerlich. Ja, ich merke allmählich, du hast einen richtigen Berufskater, was? Was heißt der Berufskater? Ich habe nichts gegen den Journalismus. Ich frage mich nur manchmal, ob man ihn nicht auf einem etwas höheren Niveau ausüben könnte. Ach, da haben wir es. Der Drang nach dem Höheren. Feuilleton, was? Ja, das hätte ich bei dir am allerwenigsten vermutet. Anscheinend vermutet das bei mir überhaupt niemand. Naja, du glaubst, das ist wirklich das Zeug zu einem richtigen Musik- oder Theaterkritiker. Selbst wenn ich es hätte, bin interessiert da schon. Unsereins bekommt doch nicht einmal eine Chance, es zu beweisen. Und du verstehst wirklich etwas von Musik? So viel wie mancher anderer, der furchtbar klug darüber schwätzt. Typischer Fall vom Messias-Effekt. Typischer Fall von was? Auch nichts, mir fiel nur gerade was ein. Los, Tempo Wieland, oder die Fabrik ist abgebrannt, ehe wir hinkommen. Ist Wieland noch im Haus? Ach, da sind Sie ja. Hören Sie, ich bekomme da eben eine vertrauliche Information. Es hat da offenbar Krach gegeben bei der Vorentscheidung zu Miss Bikini-Wahl. In der Jury soll da irgendwie geschoben worden sein. Überrascht Sie das? Ach, überrascht mich das? Das ist doch Unsinn. Ich möchte, dass Sie da gleich mal nachfassen, bevor der Express dahinter kommt. Wir könnten morgen in der Abendausgabe eine Aufmachung rausholen, wenn die Sache was hergibt. Und Sie glauben, dass das die Leute interessiert auf Seite 1? Was sagen Sie? Ich sage, dass es mir und vermutlich noch einigen anderen Leuten völlig schnuppe ist, welche von diesen Gänsen übermorgen Miss Bikini wird. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Und er beginnt gerade daran zu glauben. Das ist die Möglichkeit. Ich bekomme dank meiner Verbindung und einer gewissen journalistischen Nase Wind von einem aufziehenden Skandal und Sie... Ich bezweifle, dass in dieser Sphäre eine Schiebung noch als Skandal zu werten ist. Ich diskutiere nicht mehr länger. Sie haben den Dienst in Auftrag, sich um die Sache zu kümmern. Das ist ein Knüller, Herr Wieland. Und wenn wir Glück haben, sind wir morgen die Einzigen, die damit rauskommen. Ich habe manchmal den Eindruck... Man muss sie zu ihrem Glück zwingen. Mir wäre manchmal lieber, sie würden nicht pausenlos an mein Glück denken. Herr Wieland! Ich gehe ja schon. Im Esplanada tagen wohl diese Geistesfürsten. Wiedersehen. Was ist denn den Herrn gefahren? Ich gebe ihm einen dienstlichen Auftrag und er... Ich werde mit Weidelberger sprechen. Das lasse ich mir nicht länger bieten. Das ist das Tüpfelchen auf Sie. Aber Herr Graf, warum ringen Sie sich denn so auf? Wie oft mussten Sie sich über Wieland ärgern, weil er so überaktiv war? Jetzt ist er einmal zu passiv, na und? Mein lieber Herr Renz, überlassen Sie es gefälligst mir, wann ich mich über Wieland ärgere und wann nicht.
weiß, dass Sie mit ihm sympathisieren. Und ich? Keine Spur. Ich versuche nur, eine ernstere, interredaktionelle Verstimmung zu verhindern, die ja auch dem Arbeitsklima abträglich wäre. Nein, ich möchte Ihnen nur begreiflich machen, was in Wieland überhaupt gefahren ist. Was gibt's denn da noch klar zu machen? Liebeskummer. Fräulein Fuchs, ich befürchte, Sie sehen die Sache etwas, naja, vielleicht zu sehr als Frau. Muss das heißen, dass ich Sie falsch sehe? Ach, Musica Nuova, ja? Eine Zeitschrift für das zeitgenössische Musikleben. Ich glaube, da liegt der Hund begraben. Wieland und das zeitgenössische Musikleben. Können Sie sich darunter was vorstellen? Was heißt das? Ja, das heißt, dass mein Kollege Wieland meines Erachtens inzwischen reif ist für den Messias-Effekt. Meinen Sie? Was ist denn das, ein Messias-Effekt? Ja, das war noch vor Ihrer Zeit, Fräulein Fuchs. Wir hatten damals einen Kollegen, übrigens auch einen Reporter, der verspürte plötzlich den Drang in sich zum Hören. Ja, natürlich. Wie hieß er denn gleich? Heißenborn! Plötzlich habt ihr gesponnen. Ja, waren Sie damals wirklich noch nicht hier? Nein. Der genierte sich plötzlich, Reporter zu sein. Ja, wollte höher hinaus, in andere Regionen. Ja, der hat richtig gesponnen. Ne? Ja. Sogar, dass die Arbeit völlig drunter litt. Ja, und da haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir ihn kurieren könnten. Ja, das war der himmlische. Der in der Stiftskirche wurde damals Hans Messias aufgeführt. Und wir schickten den Kollegen hin. Große Kritik. Aufmacher fürs Feuilleton. Ja. Wo ist da der Witz? Naja, er war selig. Ja, aber die Seligkeit dauerte nicht lange. Nein. Guten Morgen. Sie? Ja, allenfalls mein Geist. Um diese Zeit? Es muss ein Traum sein. Was ist schon dabei, wenn auch Herr Wieland einmal zum offiziellen Arbeitsbeginn in Redaktion erscheint? Ihr Wecker geht vor, das ist alles. Aber es ist ein Grund, mich aus dem Tiefschlaf zu reißen. Insofern ja, als ich Sie für heute Abend einladen möchte und leider den ganzen Tag über keine Chance mehr habe, Sie zu erreichen. Einladen? Ja. Ihre Einladungen kenne ich. Kaum sitzt man irgendwo 10 Minuten, dann werden Sie dienstlich abgerufen, weil ein Selbstmörder im 10. Stockwerk auf dem Fenstersims steht oder sonst was. Keine Sorge, diesmal ist es bereits dienstlich. Was? Die Einladung. Sie laden mich dienstlich ein? Ja. Für heute Abend ins Konzert, 20 Uhr, Mozartsaal. Liederabend einer vielversprechenden Nachwuchssopranistin namens hier. Beate Isenberger, 2 Plätze, 1. Reihe. Sonst noch Fragen? Nein, nein. Wieso dienstlich? Ich habe den redaktionellen Auftrag, die Kritik zu übernehmen. Also bis heute Abend im Foyer. Tschüss. Also, liebes Füchslein, morgen bin ich gegen 9:30 Uhr im Büro und dann diktiere ich Ihnen die Kritik ins Reine. Viel Vergnügen. Ist ja Dienst. Herr Wieland? Ja. Muss das sein? Was? Na, das mit der Kritik. Ist doch nicht Ihr Metier. Aber ja, wollen Sie das wissen? Haben Sie schon mal sowas gemacht? Nein. Aber jeder, der sowas macht, hat irgendwann mal damit angefangen. Guten Abend. Guten Abend. Wir wandelten, wir zwei zusammen. Nie war so still und du so stille. Wollen Sie noch etwas zu trinken, bevor Sie sich ans Werk machen, Herr Rezensent? Lieber nicht. Oh, das lobe ich mir. Da sieht man wieder, wie Musik den menschlichen Charakter wandelt. Also dann gute Nacht und vielen Dank für die Einladung. Es war wunderbar. Wirklich? Ja, ein richtig genussreicher Abend. Helga, hier ist Wieland.
Helga, ich müsste dringend mal sprechen. Jetzt? Es ist 14:45, Herr Rezensent. Was? Ob ich noch Schnaps im Haus hab? Ich denke, Sie schreiben eine Musikkritik. Eben deswegen? Sie scheinen ja völlig weggetreten zu sein. Ich komm mal rüber. Meine Güte, wie sieht denn das hier aus? Und wie sehen Sie aus? Sind Sie betrunken? Ich glaube, ich bringe das mal lieber in Sicherheit. Ich bin nicht betrunken, ich bin nur völlig verzweifelt. Helga, ich muss Sie dringend etwas fragen. War das vorhin ja ernst, was Sie sagten, als wir nach Hause kamen? Was? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich glaube, Sie sind doch betrunken. Unsinn. Als wir vorhin nach Hause kamen, haben Sie sich für die Einladung bedankt und haben gesagt, es war wunderbar. War das nun Ihr Ernst oder war das pure Höflichkeit? Natürlich war es mein Ernst. Sie fanden den Gesang gut. Ja, aber wieso ist das so wichtig? Weil ich es schrecklich fand. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Das nützt mir gar nichts. Was? Dass die Geschmäcker verschieden sind. Was ist denn daran eigentlich so kompliziert? Eine Sängerin hat gesungen, Sie haben sie gehört, nun sollen Sie schreiben, wie sie Ihnen gefallen hat. Irrtum. Ich muss schreiben, ob sie gut oder schlecht war. Sie fanden, dass sie schlecht war, also schreiben Sie, dass sie schlecht war. Das haben Sie hübsch zusammengefasst. Es ist leider nur ein Haken dabei. Was ich schreibe, muss nämlich stimmen. Möglichst. Und? Wenn Sie nun recht hätten. Ich? Aber ich verstehe doch nicht das Geringste davon. Was, Sie verstehen nichts davon, Sie? Ich denke, Sie sind eine passionierte Musikliebhaberin. Jedes Gespräch, das nicht über Musik geführt wird, ist Ihnen eine Quälerei. Oh, was reden Sie denn da für einen Unsinn? Ich höre ganz gern Musik, ganz aber... Ganz gern, haben Sie mir nicht deutlich zu verstehen gegeben, dass jeder normale Sterbliche, der nicht mit Doppelfugen und Kadenzen und Polyphonien um sich wirft, in Ihren Augen überhaupt kein ernstzunehmender, gar kein... gar keine Chance hat. Das ist ja ungeheuer. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Unter Wonneschauern haben Sie diesem Angeber zugehört. Ich war überhaupt nicht mehr da. Oder stimmt das vielleicht nicht? Ach, Sie waren eifersüchtig? Wenn Sie das, wie Sie wollen. Jedenfalls ging es mir auf die Nerven. Und mir gingen Sie auf die Nerven, Günther. Oder besser gesagt, nicht Sie, sondern Ihr Nachtkurier. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie mich in den letzten 4 Wochen genau 10-mal zugunsten des Nachtkuriers versetzt haben? Liebe Helga, ein Reporter muss... Eben deshalb, ein Reporter muss, ein Reporter darf nicht. So geht das nun schon, seit wir uns kennen. Und deshalb wollte ich Ihnen beweisen, dass es noch was anderes gibt, außer Ihrer Redaktion und den 1000 Sensationen, mit denen Sie diese Maschine füttern müssen. Das war alles? Das war alles. Und deswegen sitze ich Idiot nun da, halb besoffen und am Rande der Verzweiflung. Wissen Sie, was das ist? Das sind alles Anfänger einer Kritik, die nie, nie zustande kommt. Warum nicht? Weil ich einfach vom Reportagenstil nicht loskomme. Mir fehlt das Vokabular. Seit 3 Stunden versuche ich, eine Musikkritik zu schreiben und jedes Mal wird die Reportage eine Modenschau daraus. Ich glaube, Sie haben genug. Sie haben es nötig, mich am Trinken zu hindern. Ihnen verdanke ich doch den ganzen Schlamassel. Mir? Habe ich Sie vielleicht in das Konzert geschickt? Nein. Aber ohne Ihre Schwärmerei für die musikfachmännischen Ausdrücke dieses Herrn Fabricius wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen. Ist das wahr, Günther? Es war nur wegen mir? Ich wollte Ihnen doch nur beweisen, dass ich nicht nur ein billiger Zeilenschinder, Sensationsjäger bin. Ist das so schwer zu verstehen? Sie sind ein Kindskopf. Vor allem ein Versager. Für mich nicht. Für mich ist es ungeheuer wichtig, dass der clevere Reporter Wieland meinetwegen eine Dummheit gemacht hat. Beruflich. Sie sind gut. Und was liefere ich morgen in der Redaktion ab? Wo bleibt er denn? Es ist 10:50. Ich glaube, der kommt nicht. Ja, weil er es nicht geschafft hat, was ich Ihnen gesagt habe. Der Messias-Effekt wirkt immer.
Auf seine Ausreden bin ich jedenfalls gespannt. Wenn ich Ihre Schadenfreude sehe, dann wüsste ich fast, er hätte es geschafft. Ja, malen Sie den Teufel nicht an die Wand, sonst sind wir unserem besten Mitarbeiter los. Na, ist theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Auch und vor allem im Journalismus gilt der Satz, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Keine Sorge, ich bleibe. Wieland, das sind Sie ja. Na, her mit der Kritik, es ist allerhöchste Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Was? Wie? Ich habe keine Kritik. Ich habe es nicht geschafft. Ja, sind Sie wahnsinnig geworden? Sie haben keine Kritik? Und was stellen Sie sich vor, soll im Nachtkurier stehen? Ja, wie sehen Sie denn aus? Waren Sie in der Kneipe statt im Konzert? Herr Graf, ich weiß, dass mein Verhalten untragbar ist. Ich werde die Konsequenzen ziehen. Was soll mir das was nützen würde? Eine Kritik brauche ich. Oder meinen Sie, die Konkurrenz hat auch keine? Blinder Alarm, ist alles halb so schlimm. Wir haben eine Kritik. Herr Graf hat vorsichtshalber auch Frau Castell ins Konzert geschickt. Ja, sehen Sie, mein lieber Wieland. Der alte Graf ist nicht so dumm, wie Sie manchmal glauben. Sie sind nicht der Erste, dem ich diese Lektion erteile. Tja, aber Frau Castell müsste auch allmählich kommen. Sie haben mir doch gesagt, dass ich bis 10 Uhr liefern muss. Ich? Natürlich Sie, wenn sonst. Ich denke, Sie haben mit ihr gesprochen. Hey! Oh, heiliger Vater, ich habe versucht zu telefonieren, hab's aber nicht erreicht und musste aus dem Haus. Hab mir doch einen Zettel hingelegt, bitte Frau also Castell, verständigen in Sachen Lieder. Hier habe ich ihn hingelegt. Ja, hallo. Ja, bitte, ich möchte gern Frau Lissi Castell. Ja, es ist dringend. Ja, danke schön. So, jetzt ist alles aus. Frau Lissi Castell ist dienstlich verreist und kommt erst heute Abend wieder zurück. Das kann doch nicht sein. Ja. Sie muss doch von dem Termin gewusst haben. Na, sie hat es ihm wenigstens zugetraut. Darf ich mich mal vielleicht erkundigen, warum Sie hier überhaupt... Sie dürfen alles, Wieland, wenn Sie jetzt hinsetzen und eine Kritik schreiben. Wir verschieben den Andruck. Sie haben eine halbe Stunde Zeit. Das genügt für 30 Zeilen. Wolf Fuchs, bitte sofort Kaffee für einen Aber Wieland. Ich habe Ihnen doch erklärt, ich habe die ganze Nacht keine Kritik zustande gebracht. Offenbar war das ja auch eingeplant. Es geht doch nichts über nette Kollegen. Und das musst du doch verstehen. Wir wollten dich ja bloß von einer fixen Idee abbringen. Hoffentlich wusste Wendelberger von Ihrem Komplott Bescheid, Herr Graf, sonst sehe ich schwarz für Sie. Mir kann ja nicht allzu böse sein, wenn ich zu blöd bin für eine Musikkritik. Aber Sie, Sie haben mich vorsätzlich in diese Situation hineingetrieben. Sie haben wieder besseres Wieland, Wissen. Wieland, ich flehe Sie an, bitte schreiben Sie irgendwas. Weil Sie waren doch in dem Konzert. Sie müssen doch eine Ahnung haben, ob das Mädchen hoch oder tief gesungen hat. Laut oder leise, schlecht oder gut. Wäre der Ton der Sängerin so rein gewesen wie das Weiß ihres Satinkleides? Das ist fabelhaft, das schreiben Sie. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das ist großartig. Na, weiter. Ja, das ist ein neuer Stil der Kritik. Ja. Das macht. Wäre das Gefühl, das sie in die Brahms-Lieder legte, so echt gewesen wie die Perlen ihres Colliers? Ja, wundervoll, okay. Mann, schreiben ja, Sie das. Das ist selbstverständlich. Kommen so, Sie, kommen Sie. Eins, zwei, drei. Ja, so, und jetzt los. Wäre der Ton der Sängerin? Genauso. So, meine Damen und Herren, das wär's dann wohl. Ich danke Ihnen. Moment, Herr Wieland, ich bekam da kurz vor dem Andruck noch diese Fahne hier auf dem Tisch. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja, was ist denn? Sie wollen zu den Musen überlaufen? Da Frau Castell sich auf Dienstreise befindet, habe ich Ihr Einverständnis voraussetzend Herrn Wieland, der sich privat sehr für Musik interessiert, gebeten, in die Bresche zu springen. Na, handelt es sich da etwa um den sogenannten Messias-Effekt? Aber Herr Wendelberger, doch nicht ohne Ihr Einverständnis. Der Liederabend hat übrigens eine lokale Bedeutung, sodass man es verantworten konnte. Konferenzzimmer? Ja, Moment. Frau Schneider hat ein Gespräch für Sie. Soll sie durchstellen? Ich? Ja. Ja. Legen Sie ins Gespräch herein. Ja, hier Wendelberger. Ja, guten Tag, liebe Frau. Was kann ich für Sie tun? Ja, selbstverständlich war jemand da. Warum? Ach. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, natürlich werde ich sehen. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Oh, bitte keine Ursache. Auf Wiedersehen. Herr Wieland, war die Kritik, die Sie über die Sängerin Beate Isenberger geschrieben haben, positiv oder negativ? Es war ein ziemlich eindeutiger Verriss. So.
Ein Verriss aus der Feder eines Lokalreporters, der sich gelegentlich privat mit Musik beschäftigt. Privat! Wissen Sie eigentlich, wen Sie da verrissen haben? Die Nichte unseres Herausgebers. Die Lieblingsnichte! Isenberger ist nämlich der Künstlername von Fräulein Zanker. Eben deine Freunde von ihr angerufen, ob wir ein bisschen nett sein können. Natürlich haben die Zangers keine Ahnung von diesem Anruf und bittet ja auch nur, weil es ja weit davon entfernt Einfluss nehmen zu wollen. Und was tun wir, Herr Graf? Wir schicken einen Lokalreporter hin, der von Musik auch keine Ahnung hat. Und was tut der? Der verreißt auch noch dieses hoffnungsvolle Talent. Rotation. Sofort. Zwecklos. Die ersten 10.000 sind schon raus. Der Straßenverkauf vor dem Haus läuft ja schon an. Wäre der Ton der Sängerin so rein gewesen wie das Weiß ihres Satinkleides? Oh, sie ist wohl wahnsinnig geworden. Wäre das Gefühl, das sie in die Brahms-Lieder legte, so echt gewesen wie die Perlen ihres Colliers? Das ist ja keine Panne mehr, das ist keine Pleite mehr, das ist eine Katastrophe, das können wir ja nie wieder gut machen. Wäre die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja gar kein Verriss. Das ist ja beißender Hohn, das ist triefender Spott, das ist... Also mir fehlen die Vokabeln. Mein lieber Herr von Zellwitz, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Gerade wo meine Beziehung zu Zanker... Wieland muss ich sofort entschuldigen. Offiziell. Und Sie vielleicht nicht? Von Ihnen möchte ich für den Rest des Tages weder etwas hören noch sehen. Herr Graf wird Ihnen mitteilen, welche Schritte ich für richtig halte. Soll das etwa heißen, dass Sie mich rausschmeißen? Das heißt... Herein. Herr Dr. Zanker ist da, Herr Wendelberger. Er sitzt in Ihrem Büro und möchte Sie sprechen. Er hat auch nach Herrn Wieland gefragt. Ah, mit dem Salat. Der Mann ist schnell, das muss man ihm lassen. Nun, meine Herren, bis gleich. Nehmen Sie es nicht zu tragisch, Wieland. Es gibt noch andere Zeitungen. Oh Gott, 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 Gott. Ich könnte mich ohrfeigen. Da würde ich mich gern anschließen. Ich würde das alles nicht überbewerten. Schließlich darf sich der Herausgeber gar nicht in interne Redaktionsdinge einmischen. Wie lange sind Sie eigentlich schon bei der Presse? Frau Kollegin. Herr Wieland, bitte zu Herrn Wendelberger ins Büro, ja? Guillotine besteigen. Herein. Das ist er. Aha. Das ist er. Herr Dr. Zanker möchte sich bei Ihnen bedanken. Ja. Das möchte ich. Na bitte. Setzen Sie sich doch, Herr Wieland. Herr Wieland, ich möchte Ihnen die Hand schütteln. Durch Ihre ebenso mutige wie vernichtende Kritik über den gestrigen Liederabend haben Sie vermutlich das geschafft, was ich seit Jahren nicht geschafft habe, obwohl ich mit Engelszungen predigte, dass nämlich meine Nichte Beate sich die Künstlerflausen aus dem Kopf schlägt und endlich einen tüchtigen, ehrenwerten Mann heiratet, der schon seit geraumer Zeit auf sie wartet. Über diesen privaten Grund hinaus hat mich aber an ihrer Kritik der herzerfrischende, unkonventionelle Ton gefreut. Das liest man, das ist was Neues. Meine Schule. Mein lieber Wendelberger, ich habe immer gewusst, dass Sie einen Riecher für begabten Nachwuchs haben. Herr Wieland wird, so hoffe ich, auch künftig hin über Musikereignisse berichten. Lieber nicht. Na, wir werden sehen. Ich möchte Sie und Herrn Wieland zum Essen einladen. Und zwar gleich jetzt. Da geht das? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Und noch eins, meine Herren, ich bringe Sie beide um, wenn meine Frau erfährt, dass ich diese Kritik begrüßt habe. Zu Hause werde ich nämlich toben. Na, ich gehe jetzt hinein. Ich kann das Wieland nicht alleine ausbaden lassen. Los, los, meine Herren. Ich habe einen Mordshunger. Ich auch. Ich habe die ganze Nacht über der Kritik geschwitzt. Hat sich aber gelohnt. Ja, aber das ist doch... Ein sogenannter Messias-Effekt.